Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück in eurem Lieblingsidioten-Kanal bei eurem Azubi. Ich habe euch ja versprochen, wenn ich 333 Abonnenten habe, lasse ich mir ein bisschen was Spezielles einfallen. Ein reines Quatschvideo, ein reines dummes Zeug erzähle. Es ist mir eine wahre Freude. ich hoffe, es langweilt euch nicht. Da steht's. 333 Abonnenten habe ich. Es ist jetzt Zeit, das Special zu machen. Seit 7.50 Uhr, heute Morgen am 29.11.2019, ist es soweit. Ja, vielen Dank an euch. Ohne euch Zuschauer, ohne euch Community ist das so in der Form nicht möglich. Ich kriege von euch ganz viele Verbesserungsvorschläge, Hinweise, etwas zu tun, Wünsche, dass ich auch genügend zu tun habe und auch ganz viel positives Feedback, aber auch negatives Feedback. Und manch einer hat es in den Kommentaren gelesen, manch einer kennt mich aus diversen Chats. Ihr wisst, dass ich manchmal eine ganz schön verquere Meinung habe. Nichtsdestotrotz kann ich die für mich auch immer entsprechend begründen, argumentativ auch untermauern, warum ich die Sachen so sehe, wie ich sie sehe. Und nichts anderes ist es. Meine Meinung. Wichtig. Ja, also ich werde von nichts bezahlt. Ich mache das im Prinzip als Hobby, aus Spaß, an der Freude. Und das ist es. Bevor wir fortfahren, der Kommentar hier unten von einem Accountnamen, ich kriege Geld für meinen Kommentar, ist natürlich nicht der Fall. Ziemlich unpassender Name, wie ich finde. Ich weiß, wer dahinter steckt. Zumindest kann ich es mir vorstellen. Ich wünschte mir nur, dass der Name, der dahinter steckt, ja, ein bisschen was Positiveres haben würde. Ne? Wirft immer so zweifelhafte Gerüchte auf. Ist natürlich nicht so, was hier steht. Es ist halt nur ein Accountname, der witzig sein soll. Finde ich nicht, aber ist okay. Gut. Auf dieser Seite kann man nachschauen, was denn YouTuber so kriegen. Und das, was hier so an Geld steht, das stimmt nicht. Ich krieg kein Geld. Es spendet noch nicht mal jemand auf dem Spenden-PayPal-Dingens, den ich da eingerichtet habe vor einiger Zeit. Das erwarte ich auch gar nicht von euch. Möchte ich auch, um ehrlich zu sein, gar nicht. Es ist halt einfach da für jemanden, der halt wirklich der Meinung ist, dass ich Trinkgeld verdient habe. Und dann könnt ihr da was machen, wenn ihr das unbedingt wollt. Darauf lege ich es aber nicht an. Das ist ein Hobby. Das bezahle ich mir selbst. Wie mit vielen Hobbys so der Fall ist, es macht mir Spaß und ich mache das für mich. Dass ich damit andere beglücken kann, ist umso besser, umso schöner. Es freut mich immer sehr, wenn ich unterhalten kann, es freut mich immer sehr, wenn ich helfen kann. Und das ist, ja, da geht mir das Herz auf, so kann man das sagen. Eigentlich bin ich ein Arsch, aber in der Sache freut es mich tierisch. Ich weiß nicht, warum das so ist. So, und mit dem Gerücht als solchen aufzuräumen, das lässt sich entsprechend auch begründen. Wenn wir auch die Seite hier mal neu laden. Zack, bumm. Da sehen wir hier, auch da 333 Abonnenten sind es. Aber für die Monetarisierung, also für das Geldkriegen, Werbeeinnahmen von YouTube, braucht man eine Voraussetzung. Das sind 1000 Abonnenten. Da bin ich also noch, wir runden jetzt stark, 700 Abonnenten von entfernt. Mit der Spielzeit hätte ich dann in der Sache sicherlich keine Probleme. Nichtsdestotrotz gebe ich da nicht viel drauf. Ne? Also für die Leute, die meinen, dass ich da wunder wie viel verdiene, nüscht. Nix. Null. Nada. Niente. So ein Schnittprogramm kostet einiges. Das Mikrofon ebenfalls. Und die Kamera natürlich auch. Ne? Sicherlich sind das nur einmal Investitionen. Investitionen? Aber man muss sie sich halt zusammensparen und kaufen. Ne? Viele wissen auch, dass ich Augenoptiker bin. Ihr könnt mal googeln, was ein Augenoptiker so kriegt. Ich bestehe darauf, als Handwerker angesehen zu werden. Das bin ich nämlich. Kein Verkäufer.
Und die Augenoptik ist neben dem Friseurberuf, der noch schlechter bezahlt ist, einer der am schlechtesten bezahlten Handwerksberufe in Deutschland. Tja, ne, was man nicht alles für seine Profession in Kauf nehmen muss. Gut, kommen wir zum eigentlichen Special als solches an sich. Ich habe mich immer gesträubt, ich habe mich immer geweigert. Einfach weil ich der Meinung bin, das kann keinen interessieren. Aber aufgrund einiger Kommentare, beziehungsweise bin angeschrieben und gebeten worden, mach doch mal bitte, bitte, bitte eine Account-Tour. Ach, nö, war immer die Antwort, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das Leute angucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute das toll finden. Meine Frau kann sich ja prinzipiell nicht vorstellen, nehmt es mir jetzt nicht übel, sie betont das immer folgendermaßen, dass ein Idiot, daher Lieblingsidiot, dieses Spiel spielt und Videos macht, ist das eine. Aber dass es noch andere gibt, die dieses Spiel spielen und sich das auch noch angucken, da fehlen mir die Worte dafür. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Gut, ne? Meine Frau halt mit ihrer Meinung. Die ist da noch so ein bisschen analog unterwegs, das macht nichts. Wir starten mit der Account-Tour. Mit den Ein-Stern-Champions. Ihr wisst, ich habe eine Sammelwut. Das ist keine Leidenschaft, die ich so im tatsächlichen Leben habe. Aber als ich im Mai 2016 angefangen habe zu spielen, weil ich auf der Suche nach einem neuen zeitfüllenden Zeitvertreib war, um Wartezeiten beim Arzt zu überbrücken oder das Nuckeln des Kindes an einer Flasche irgendwie nicht ganz so langweilig ist, bin ich auf MCOC gestoßen und dabei geblieben, lustigerweise. Ich konnte mir das damals auch nicht vorstellen, dass das sich so 3,5 Jahre hinzieht oder ich denn irgendwann mal YouTuber werde. Seit 1,5 Jahren inzwischen. 12. Juni ist es, glaube ich. Die ersten Videos, oh Gott, die waren so schrecklich. Oh, Leute, guckt euch die bloß nicht an. Ach ja. So, auf jeden Fall sind das die Ein-Stern-Champions, die ich so irgendwann im Laufe der Zeit halt gekriegt habe. Ich glaube, ich habe zu Beginn des Spiels auch ganz schön schnell, ganz schön viel Vollgas gegeben, weswegen es einfach auch nicht so sehr viele sind. 11 Stück gerade mal. Ja, ergibt sich so. Ja, viel schöner finde ich das mit den 2-Sterne-Champions. Da gibt uns der Betreiber ja glücklicherweise auch die Möglichkeit, die an der einen oder anderen Stelle mal zu erspielen. Ja, durch irgendeine Arena oder ähnliches. Und da bin ich dann auch sehr schnell sehr aggressiv dabei, mir die zu erspielen. Will ich haben, muss ich haben, brauche ich. Ich brauche das einfach auf dem Account. Nicht, dass ich die besonders verwenden würde. Ich brauche es halt einfach. In dem Sinne freue ich mich natürlich auf Variant 4, dass da angekündigt wurde, dass man da 1- und 2-Sterne-Champions benutzen soll. Und das für andere an der einen oder anderen Stelle, also höherwertige Champions, gesperrt ist. Ich habe eine entsprechende Auswahl und deswegen freue ich mich drauf. Ne? Ihr seht das, was hier alles dabei ist. Durch die Einzel-Events, die es alle paar Stunden im Spiel gibt, so wie ich Zeit habe, versuche ich zumindest den zweiten Meilenstein auch entsprechend zu erreichen, um Signature-Stein zu kriegen, dass ich die entsprechend auch alle nach und nach im Laufe der Zeit weiter aufwerten kann. Das ist eine wahre Freude. Wie gesagt, es ist kein Fortschritt für den Account, überhaupt nicht. Das ist einfach nur Spaß an der Freude, den Spaß zu sammeln, im Laufe der Zeit aufzuwerten. Es ist nichts Dolles, es ist nichts Besonderes. Es hat sich halt einfach so ergeben in den letzten 3,5 Jahren. Ja. Da ist sicherlich noch Luft nach oben. Ehrlicherweise bin ich aber auch nicht bereit, wenn da mal so Kristalle veröffentlicht werden, 150 Units für einen so einen Kristall auszugeben, nur um einen 2-Sterne-Champion zu kriegen. Ja, 25, 50 Units, okay, das kann man sich pro Kristall für einen 2-Sterne-Champion durchaus gefallen lassen. Aber 150? Nee. Alles hat seine Grenzen, ne? Anders sieht das mit den 3-Sterne-Champions aus.
Denn immer wenn neue Champions released, also veröffentlicht werden, dann in der Arena erhältlich sind, erspiele ich mir die. 1,5 Millionen Punkte reichen in der Regel immer. Bei Dr. Doom war ich mir unsicher, da habe ich 1,7 Millionen erspielt, hat gereicht. Und deswegen ist mein 3-Sterne-Pool äußerst aktuell. Und vom Original Vision bzw. Vision Arcus, den ich damals nicht erspielen konnte, weil ich keine Zeit hatte, abgesehen, habe ich hier auch alle, die man so haben kann, im 3-Sterne-Pool. Und das ist quasi ja, meine Bibliothek, mein Nachschlagewerk, mein Ausprobierwerk. Immer wenn irgendjemand von euch eine Frage hat, einen Wunsch hat und ich das nicht im Kopf habe, und ich habe viel im Kopf in diesem Spiel, ich kann mir nichts merken, ne? Nichts. Ich kriege nichts auf die Reihe in meinem Leben. Gar nichts. Termine merken, Geburtstage merken. Ich weiß noch nicht mal, wie alt ich selber bin. Ich muss immer auf den Ausweis gucken, geschweige denn, wo ich wohne. Wo wohnen sie denn? Wie heißt die Straße? Warte, ich muss nachgucken. Furchtbar. Aber alles, was meine Arbeit betrifft, ich kann mir die Sehstärken der Kunden merken, nicht deren Namen. Wenn ich eine Brille in der Hand habe, weiß ich, wohin die gehört. Ich alles im Kopf. Ist bei diesem Spiel ähnlich. Nur mein eigenes Leben kriege ich nicht auf die Reihe. Idiot halt, ne? Gut, es ist mein Nachschlagewerk immer, wenn ich was halt nicht weiß, dann schnappe ich mir hier so ein 3-Sterne-Champion, spiele ein bisschen rum, lese nach, probiere aus und kann dann sehr schnell eine Empfehlung geben, einen Tipp geben, wenn es denn nötig ist. Ich Zeit habe, das mitkriege, wie auch immer. In meiner Allianz bin ich in der Tat inzwischen auch das Lexikon, habe ich das Gefühl, und werde so ein kleines bisschen missbraucht. Ich mag das gerne leiden, Leuten zu helfen. Ich weiß nicht wieso. Habe ich Spaß dran. Mit den 4-Sterne-Champions sieht das ähnlich aus wie mit den 3-Sterne-Champions. Ich habe allerdings nur 11 4-Sterne-Champions auf Maximum. Ich habe langsam angefangen. Habe eine ganze Menge gekriegt an Champions seinerzeit. Habe eigentlich mit diesen 11 Champions auch zu Beginn den größten Content so abspielen können. Es hat auch gereicht, weswegen ich da nicht groß viel mehr aufgewertet habe. Und dann kamen die 5-Sterne-Champions zu mir auf den Account und dann war klar, was man weiter aufwertet. Das ist eigentlich logisch. Mordo ist Rang 4, genau wie der Spaß, den wir jetzt sehen. Phoenix ist Rang 3, Wolverine noch Rang 4. Und alle anderen 4-Sterne-Champions sind auf Rang 3. Und das ist auch das Minimum, das ich hier erstmal gelevelt habe für alle anderen. Das wird irgendwann mal noch so sein, dass ich die dann auch auf Maximum aufwerten werde, wenn ich die Mission erfüllt habe, die ich euch gleich im Anschluss erkläre. Das sind alles so selbstgemachte Wünsche, ne? Selbstgemachtes Leid. Das ist auch der Grund, warum ich so wenig Gold habe. Den 4-Sterne-Vision, der war mal in irgendeinem Angebot dabei. Ab und zu kaufe ich mal was, ne? Da war es mal Zeit, irgendwas zu kaufen. Man guckt dann immer so gerne, ne? Kommt ein Angebot, kommt kein Angebot. Man wartet, oh Mensch, Angebot, ja, jetzt kann man, jetzt kriegt man ein Goodie. Das ist so ein Giveaway, das nimmt man dann gerne mal mit. Und da war halt der 4-Sterne-Vision mit dabei. Erwecken ist bei einem 4-Sterne-Champion jetzt nicht so das Problem. Signature-Steine ja eigentlich auch nicht. Muss man ein bisschen für sammeln, aber das kriegt man schon. Den Vision Arcus, den 4-Sterne, den habe ich aus dem Crystal Opening gekriegt. Dass mir der als 3-Sterne-Champion fehlt, ist zwar schade, aber kein Drama, weil ich ihn ja als 4-Sterne-Champion habe. So, ne? Also klappt es nicht auf die eine Art, dann halt eben auf die andere. Ist im Prinzip nichts Tolles. Miss Marvel hier, die hat sich Zeit gelassen. Die hat sich Zeit gelassen. Ich glaube, da kam auch bei irgendeinem Crystal Opening mit raus. Da habe ich schon gesagt, das ist der letzte 4-Sterne-Champion aus dem normal erhältlichen Pool, den ich noch nicht hatte. Ich habe die auch mit einem Stein dann erweckt.
habe sie auch seitdem nicht nochmal wieder gekriegt. Naja, ich habe sie. Ich bin glücklich drüber. Ja. Ein Wort noch zu dem unaufhaltsamen Kolossus. Kann man ja mit Treue kaufen. Versuche ich jetzt schon seit gefühlt einem Jahr. Ihr seht, Treue, ja, habe ich. Aber noch nicht genug. Kommt schon noch irgendwann. Habe eine Sammelwut und eine Belohnung, die Allianz Kriegsentschädigung vom 8. November, dass da irgendwas mit der Season nicht gepasst hat, die habe ich noch nicht eingesammelt. Da gibt es ja dann auch nochmal 50.000 Treue. Das ist auch viel zu viel vom Betreiber, aber gut, Ansichtssache. Da bin ich dann dem ein gutes Stück näher. Die 5-Sterne-Champions. Viele, viele von euch kennen die sehr hoch aufgewerteten Champions von mir auch schon, einfach weil sie im Krieg gerne mit dabei sind, weil ich sie in dem einen oder anderen Spotlight auch schon gezeigt habe. Insofern ist es hier oben rum an und für sich jetzt für euch nichts Neues. Manche Champion habe ich mit einem Stein erweckt, manchen habe ich halt so dupliziert. Manche sind auf Max Signature Level, also höchstes Spezialfähigkeiten Level. Manche sind es nicht. Manche brauchen es, manche nicht. Es ist mir halt einfach so, wie ich es habe, schmeiße ich es rein. Wie ich der Meinung bin, dass es mir weiterhilft. Mehr ist es nicht. So, wir sind dann hier auch schon bei den Rang 3 Champions. Das ist für viele dann auch das Maximum. Auf Rang 3 möchte ich jeden 5-Sterne-Champion dann auch aufgewertet haben. Einfach, weil ich auch Arena spiele. Ach, guck an. Der Vision, der ist relativ neu bei mir im Programm. Den gab es ja kürzlich für 3000 Units im Shop zu kaufen. Oben rechts seht ihr meine Units. Es tat mir jetzt also nicht ganz so sehr weh. Die Units, die ich erspielt habe, durch Battleships, durch Arena. Habe also dafür tatsächlich kein Geld ausgegeben. Na, ich habe einen Erweckungsstein, insofern kommt noch beim nächsten Item-Nutzer. Ich habe auch noch einige Aufwertungssteine, dass er nicht ganz weit unten im Signature-Level rumdümpelt. Also den Sinn, den er hat, den kann ich dann damit auch erfüllen. Ich warte halt nur auf Event-Punkte einzusammeln. Den habe ich mir gekauft, einfach weil ich so eine Sammelwut hatte. Und ich war mir äußerst unschlüssig, ob ich es mache oder nicht. Lange hin und her überlegt. Gut, sei es drum. Ansonsten ist das hier alles nichts Besonderes. Das sind Champions, da hatte ich mal Glück beim Ziehen. Manchen habe ich aus den Featured-Kristallen geholt. In letzter Zeit häufiger, weil ich Void haben wollte, was funktioniert hat. Erweckt ist er, Rang 4 ja auch schon. Und ansonsten mache ich primär eigentlich die normalen 5-Sterne-Champion-Kristalle auf. Goldpool habe ich leider Gottes nicht. Hatte ich kein Glück. Was soll's? Sammelwut das eine, das Kriegen dann das andere. Und die Ultron-Drohne, die wir unten rechts sehen. Ich habe einfach keinen Bock, das Labyrinth fertig zu erkunden. Ich habe einfach keine Lust. Kommt aber sicher auch noch irgendwann. So, und 6-Sterne-Champions, die kennt ihr definitiv alle. Weil ich sie euch A vorgestellt habe, B ihr bei den Openingsen dabei wart. Mit Ausnahme von Angela, die ich aus einem Kavalierkristall zufällig gekriegt habe. Habe ich euch aber auch gesagt. Also im Prinzip ist das, was ihr hier seht, das, was ihr auch schon kennt. Symbiote Supreme, Domino, die sind auf Rang 2. Die brauche ich für Krieg und auch sonst irgendwo zwischendurch immer mal wieder. Alles andere bleibt auf Rang 1. Auch die menschliche Fackel. Auch wenn er hier Rang 2 durchaus wert ist, auch nicht erweckt sein muss, wie die anderen beiden bereits aufgewerteten. Ich mag seine Spielweise nicht. Macht mir keinen Spaß. Ist mir zu umständlich. Habe ich nichts von. Gibt mir keinen Bonus. Insofern benutze ich ihn nicht. Das kann man jetzt verurteilen, aber ihr habt es ja gerade gesehen. Ich habe ja eine Auswahl. Also insofern lege ich es jetzt nicht auf einen Champion drauf an und kann da durchaus drauf verzichten. Black Bolt. Das war so eine Aktion, ne? Mein erster 6-Sterne-Champion, Mann, was hab ich mich da gefreut. Endlich ein 6-Sterne-Champion, wuhu, Black Bolt. Und dann habe ich den
ich glaube im dritten Quartal war das diesen Jahres, dupliziert und im nächsten Opening dann gleich nochmal. Über neue 6-Sterne-Champions hätte ich mich mehr gefreut, als über das Duplizieren diesen Champions, aber okay, gehört mit dazu. Tja, das ist meine Champion-Auswahl. Nichts Dolles, wie ich finde. Meine Aufwertungswünsche und meine Sammelwut erklären dann aber auch, warum ich in der Champion-Grundwertung über 1,2 Millionen Punkte habe. Das ist nichts, worauf ich es jetzt wirklich aktiv anlege. Das ergibt sich halt einfach aufgrund meines Wunsches, die aufzuwerten. Ist halt so. Na? Auch, dass ich so viele Champions habe, ist Sammelwut. Azubi hat halt eine Macke, einen totalen Schatten. Muss man respektieren, aber dadurch, dass ich so viele Champions habe, immer nachgucken kann, die anspiele, das auch selber immer alles wissen will, bin ich ein gutes Lehrbuch für euch, hoffe ich. Gutes Lexikon, ihr dürft mich benutzen. Freue ich mich drüber. Gut, so sieht es dann insgesamt aus, wenn alle dabei sind. Das Prestige ist durchaus okay. Jetzt nicht das Höchste, das man haben kann. Auf Prestige als solches lege ich es aber auch nicht an. Für mich ist der Sinn, den ein Champion für mich gerade im Pool erfüllt, wesentlich wichtiger als Prestige. Ich bin halt noch nicht in dem Punkt angekommen, wo ich Prestige-Champions aufwerte. Und höchstwahrscheinlich werde ich das auch nicht. Dafür gebe ich dann doch zu wenig Geld für dieses Spiel aus. Ich glaube, viel mehr möchte ich da auch gar nicht für ausgeben. Ne? Es kommt, heute ist Freitag, ja, heute Abend gibt es dann für 4 Tage so ein tolles Angebot, ob ich mir da was kaufe oder nicht. Richtet sich nach dem entsprechenden Angebot, ob mich das voranbringt oder nicht, weiß ich noch nicht, werden wir sehen. Ja, das war die Account-Tour. Ich finde nichts Besonderes. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwen interessiert. Ich habe jetzt hier Einzelwünsche erfüllt. Ich hoffe, dass es wen interessiert, dass ihr eure Freude damit hattet. Und wie immer gilt, habt ihr Fragen, habt ihr Wünsche? Mensch, ich bin für euch da. Schreibt mir im Line-Chat oder unten in den Kommentaren. Dafür ist der Spaß da. Und ich freue mich über nach wie vor viele Abonnenten, viele Zuschauer und viele Beteiligungen. Und das freut mich sehr, dass wir gemeinsam auch im Jahr 2020, das da im nächsten Monat wohl bald anfängt, unsere gemeinsame Reise mit Kabam und MCUC fortsetzen werden. Alles klar, Freunde. In dem Sinne, macht's gut. Bis bald zum nächsten Mal. Ciao, ciao.